Verehrte Gäste, liebe Freunde, liebe Kunstinteressierte, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur zweiten Ausstellung im K25, Irma Stadelmann, Urwelt. Die Kunst ist Erinnerung an das Uralte, Dunkle, von dem Fragmente im Künstler immer noch leben. Das hat Paul Klee gesagt. Ich denke, dass das kein Privileg ist von den Künstlern, die Erinnerung an das Alte und das Uralte. Dass wir alle Zugang haben zu dem Bilderstrom, der uns ständig durchfließt. Aber Künstler, in diesem Fall Künstlerin, die Irma, die machen das sichtbar und sie tun es auch thematisieren. Es gibt andere Bereiche, wo Urbilder aufsteigen, wie der Traum zum Beispiel, Wahn, Halluzination, Rausch. Zumindest was den Traum anbelangt, haben wir alle schon Erfahrungen gemacht. Wer kennt das nicht? Wir verwachen die Nacht oder am Morgen aus einem Traum, ist vielleicht aufgewühlt, voller Gefühle, mit enorm intensiven Bildern. Vielleicht hockt man schon im Bett und das Licht brennt schon und die Bilder gehen immer noch weiter. Und es gibt Träume, die man effektiv ein Leben lang nicht mehr vergisst. Und dass Irma sehr aufmerksam ist, was Träume anbelangt, das ist naheliegend. Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, praktisch jedes Mal, erzählt sie mir einen Traum. Also was ich heute reingekommen ist, etwa um 6 Uhr. Das Erste, was sie mir erzählen wollte, ist ein Traum. Und ich habe gesagt, na warte, Irma, weißt, ich frage dich nämlich noch, ob du dich magst erinnern an einen Traum, von hinten zum Beispiel. Ja. Ja, bitte. Ja. Also, sag, ich wollte in einen Park gehen und plötzlich habe ich zwei Hunde. Zwei Hunde habe ich. Und danach hat es geheißen, die Hunde die dürfen wir nicht hinnehmen. Also, wir gehen in einen Zirkus. Hey, es ist immer verrückter geworden. Alles war farbig, so rot, gelb, orange. Also, und zwar war es ein Zirkus, ein Nuttenzirkus. Ich habe gedacht, wow, das geht eine heisse Sache. Und ich hatte so Hunger. Ich dachte, oh, und dann hat es so wunderschöne Küche gegeben und so bunte Getränke. Alles nachher haben wir seine Plätze zugewiesen bekommen. Mein Vater ist noch da und ich dachte, oh nein, das passt jetzt überhaupt nicht, wenn der wüsste, was da auf mich zukommt. Und ich hatte richtig Angst gehabt und ich dachte, ich hatte so Hunger gehabt. Und hey, ringsum hat es so Aufschnitt gehabt, Salami und so, es hat so fein geschmeckt. Und ich dachte, oh, ich könnte so eine Scheibe Salami. Aber ich hatte kein Geld bei mir. Also komm, süß. Die Nacht. Ja? Hä? Die Nacht hast du drin. Ja, alle die Nacht. Und ich habe mir gedacht, die zwei Hündchen, jetzt müsste ich so lange warten, das ist ja blöd. Ich habe so gerne Hündchen, aber jetzt passt es überhaupt nicht. Und was machen die denn tun? Sie haben einen Baum angebunden und dachte, das ist doch jetzt selber fertig, das wird nicht selber. Und zum Glück bin ich verwacht. Urwelt heisst der Titel der Ausstellung. Ur verweist auf einen Anfang, auf einen Ursprung. Es gibt den Begriff vom Urknall, so der ultimative Anfang, wo das Universum entsteht quasi. Das ist der eine Aspekt, also das Zurückgehen in die Vergangenheit, sehr weit zurück. Auf der anderen Seite brauchen wir in unserem Sprachraum
die Vorsilbe Ur, um etwas zu verstärken und, oder zu steigern. Also als Beispiel uralt, eben, also sehr alt, uralt, oder urschweizerisch, quasi rütlich urschweizerisch, also so richtig deftig schweizerisch, oder ein drittes Beispiel ureigen. Und das ist, jetzt hat die bald Urma gesagt, oder? Also, das trifft auf Irma zu. Sie ist sehr eine eigenwillige Persönlichkeit. Sie zeigt das. Sie ich tue gar nicht widersprechen. Bringt das nach außen. Sie zelebriert das und sie genießt es natürlich auch. Es ist eine Form von Kommunikation, oder? Ich werde mal einen Blick werfen auf das Bildpersonal. Also, was finden wir auf diesen Malereien von der Irma? Was auffällt, es wimmelt von urtümlichen Figuren. Saurier, koboldartige, feenhafte Wesen, teuflische, ungeheuerliche, dämonische, aber auch göttliche Figuren. Es hat einen Haufen Tier. Das Animalische. Und es kommt ja auch im Traum immer wieder vor, oder? Jetzt mit dem Hund. Ja, ja. Das Animalische zieht sich wie ein Grundton durch die Bildwelt von der Irma. Und das verweist natürlich auf das Tierische im Mensch. Also das bezieht sich auf den Mensch. Was wir hier sehen, sind nicht irgendwelche Haustiere oder Zootiere. Man sieht jetzt das Bild fast nicht mehr dort hinten im Ecke, aber ich kann es beschreiben. Also es heisst... Wie heisst es? Tobias und Boldi, gell? Boldi. Also der Tobias, ein Bub offenbar, der hat eine Katze vor sich und drückt sie so fest an sich. Und die Katze, die wird bedroht von einem dämonischen Schreckgespenst, oder? Und der Schwanz geht so wie ein Krummsäbel Richtung das Monster im Hintergrund. Also auch in diesem Fall handelt es sich nicht um ein Haustier, sondern da wird Triebhaftigkeit angesprochen, Aggression, Angst. Auf anderen Bildern geht es auch natürlich um Leidenschaft, um Natürlichkeit, um Stärke. Um Unschuld. Die Verbindung vom Mensch und vom Tier, das wird offensichtlich bei den Mischwesen. Es hat ein paar Mischwesen, vor allem im Raum dahinter, hat es zwei Ganeshas, also der indische Elefantengott, halb Elefant, halb Mensch, sogenannte Chimäre. Auch bei dem Bild dahinter, drei Tannen heisst das, so also harmlos. Aber die Hauptfigur ist eigentlich schon die nebendran. Die mit den Hörnern, also ein Typ mit Hörnern, offenbar ein Geistlicher. Und die drei Tannen, die sind wie Zeugen von etwas, was hier passiert oder passiert ist. Ja, so genau möchte ich das glaube gar nicht wissen, was dort passiert. oder passiert ist auf diesem Bild. So Chimären kennt man eigentlich aus allen Mythologien der Welt. Das sind eben Mischwesen. Es gibt so ganz bekannte wie Sphinx, halb Löwin, halb Frau oder Satyr, halb Geiss, halb Mann, Kentaur, halb Ross, halb Mann, Meerjungfrau, halb Fisch, halb Frau und so weiter. Ich werde sie noch auf einen Besuch mitnehmen. Zu der Irma an Bernstrasse 68. Also ich habe sie jetzt natürlich in der letzten Zeit etwa die besucht. Und Urwelt ist also nicht nur etwas, das sehr weit zurückliegt bei der Irma. Das ist präsent im Alltag. Ich werde euch ein paar Beispiele zeigen. Also wenn wir jetzt vor der Eingangstür stehen von der Irma, Bernstrasse 68, dann prangt da so ein grosses Om-Zeichen, umgeben mit einem Strahlenkranz, goldgelb. Om
Aum, das ist die heiligste mantrische Silbe von den Hindus, von den Buddhisten, auch von den Jains. Bedeutet eigentlich der Urklang. Also haben wir schon mal gehabt, oder? Urknall. Da tun sie ein bisschen poetischer. Urklang. Aha, alles mit und aus diesen Vibrationen. Ja. Ich heiße ja, genau. Ursprünglich heiße ich Irma Hurni. Ja, gut, super. Urma Hurni. Eben, von diesen Vibrationen, von diesem Urklang ist nach hinduistischem Verständnis das gesamte Universum entstanden. Also man steht jetzt vor dieser Tür, das muss man sich vorstellen. Also eigentlich steht man vor einem Urknall, oder? Und läutet da mal. Dann geht es ein Zeitchen, dann hört man den Schlüssel im Schloss, die Tür geht langsam auf, in gebückter Haltung empfiehlt einem Dirma. Man kommt in einen Zwischenraum, linker Hand ist die Küche, rechts ist ein Esszimmer. In diesem Esszimmer hat es einen königsblauen Radiator. Also wer kann das schon sagen von sich, daheim einen königsblauen Heizkörper zu haben. Vor diesem Radiator steht ein Tisch, ist ja das letzte Mal da gestanden, als ich gekommen bin. Und auf diesem Tisch ist ein Tischtuch, blümelt, aus einem asiatischen Raum, ich tippe nicht auf Indien, eher Thailand, eine Keramikschale dort drauf. In dieser Keramikschale liegt eine Birne. Also, so ein Teil, oder? Ich hatte schon lange kaputt gemacht. So ein Teil, so eine richtige Mutterbirne mit einem rosa Bauch. Und sonst ist sie gelb, ocker, ein paar Pünktchen, die so die Reife anzeigt. Und rundum fünf grüne, kleine Birnen. Also wie fünf Ferkel um einen Muttersohn. Das war mein erster Gedanke. Und nachher 10 cm weiter vorne, ich schwör's, 2 angefressene, tote Spitzmäuse. Angeordnet wie ein Yin und ein Yang. So viel zum Thema Urwelt im Esszimmer von der Irma. Es geht immer ums Kätzchen. Und nachher, wenn man wieder in den Zwischengang geht und die Tür, vor der Küchentür steht, ist ein Schild, ein blutverschmiertes Schild, Zutritt verboten. Oder? Also, das ist eigentlich ein Tabubereich. Das uralte Dunkel kommt hier wieder. Oder? Und wenn man rein sieht, am Ende der Küche hat es ein Gestell mit so. Ja, es mahnt einem so ein bisschen an Folterkeller im Mittelalter. So ein neckisches Hackebein und so eine Spinatwippe. Und dann hat es einen kleinen Tisch, der ist blutrot bemalt. Also die Fläche vom Küchentisch. Und an der Wand hat es ein grosses blutrotes Herz. Und ihr vermutet schon, um das Herz herum hat es einen Haufen Babyherzen. Also analog zu der Mutterbirne hat sie durch die Küche ein Mutterherz. Und wenn man nachher ins Wohnzimmer reinkommt, hat es linker Hand, es ist nicht ein Sofa, es ist ein Bett. Auch feuerrot. Und selbstverständlich hat es auf diesem Bett 5 rote Küsse. Und dort nimmt man Platz und dann kommt Irma und nachher geht die Performance los. Also Irma, jetzt bist du dran. Ich bin jetzt dran. Wir hocken jetzt alle auf dem roten Bett, verstehst du? Es hat zwar nur 5 Küsse, aber irgendwie geht das schon. Ja. Und jetzt? Ich kann es einfach nicht gern, wenn die Leute reinkommen und schnell gerade ihre Jacken auf das rote Bett fallen. Das mag ich nicht das mag ich nicht ausgestehen. Gerade die ganze Optik ist weg. Da muss ich mich immer schön zurechtweisen, die Leute. Wer hat die Spitzmäuse drapiert? Ist das der Winnie gewesen? Oder du? Das hat sich irgendwie so ergeben. Dann formieren sich Sachen zu Urformen wie der Irma. Sichtlich.